Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Zurück von weg gewesen, kann man sagen, wenn man das aus dem Flämischen ins Deutsche übersetzt. Im Flämischen heißt das zurück von weg gewesen, also zurück von weg gewesen zu sein. Für euch natürlich nicht, aber für mich ist das schon eine Weile her. Wir schreiben heute den 28. September, Sabbat, Freitagabend, 20 nach 8. Und ich habe mich heute hier eingefunden, um die nächste Lesung zu machen. Aus dem Buch von Theodor Griesinger über die Jesuiten, ihre vollständige Geschichte von der Gründung des Ordens bis heute 1866. Und das ist der erste oder die erste Lesung des zweiten Bandes, das ich ja vor einiger Zeit von meinen tollen Spendern vieler sehr guter Bücher aus Frankfurt bekommen habe als Buch zum Lesen, was einen Ehrenplatz in meinem Schrank hat, was ich auch manchmal rausnehmen möchte eigentlich, um darin zu blättern. Aber ich mache die Lesung halt auf dem PDF, dass ich hier mit der Kamera das gleich aufnehme und euch das als Video präsentieren kann. Den zweiten Band von Griesinger also. Wir hatten in dem ersten bereits knapp 400 Seiten gelesen und jetzt sind es wieder knapp 400 Seiten, also in total 800 Seiten ist hier Griesingers Werk über die Jesuiten. Und bei den letzten Lesungen hat mich Bruder Michael aus Deutschland immer begleitet und der ist im Moment verhindert. Und Viktor, mit dem ich hinter den Diktatoren gemacht hatte, der ist auch verhindert. Und dann lese ich eben alleine. Ne? Ich meine, das macht mir ja nun auch nichts aus, aber es ist immer schön, jemanden dabei zu haben. Aber heute sollte das halt nicht sein. Wenn Michael in der Zukunft Zeit hat, mich zu begleiten, dann werde ich ihn darauf ansprechen, dann werden wir uns verabreden und dann wird er mich auch begleiten bei diesen Lesungen. Aber wir fangen heute erstmal an mit dem zweiten Band. So, Vorhang auf. Wir sehen hier einmal ein Bild, das ihr auch von früher schon kennt, nur hier steht jetzt natürlich zweiter Band, über Karl Theodor Griesingers Werk. Und hier seht ihr etwas in der Farbe, das ist dasselbe Buch, 560 Seiten steht hier, das hat ein paar mehr, warum? Dieses Buch hat ein paar Leerseiten hier, die ersten der Umschlag und so, das ist schon bis Seite 7. Das ist das erste, was auftaucht und das ist die Bastonade in China an Pater Martinez vollzogen, wie wir hier sehen. Das ist eine Version dieses Buches, die ich als Scan im Internet runtergeladen habe. Auch teilweise ist das interessant und muss ich darauf umschalten, auf dieses, weil in dem anderen Buch, in dem anderen PDF die Dinge nicht so gut zu lesen sind. Das ist nicht so gut gescannt. Und hier sehen wir jetzt den ganzen Einband, aber ich lese das jetzt nicht hier. Ich wollte euch das nur mal eben zeigen mit dem Bild. Da gehe ich jetzt mal eben drauf zurück. Das Bild kann man hier ja mal eben mit reinmachen über die Bastonade, also die Züchtigung des Pater Martinez in China. Ja, womit wollte ich eigentlich anfangen? Es gibt ein Vorwort zu dem zweiten Band im Englischen und ich habe das übersetzt ins Deutsche, das ist nur ein ganz kleiner Teil und danach ein wunderschönes Gedicht, das da auch genannt wird, das ist hier unten, das lese ich dann auch gleich vor. Aber wir fangen erstmal eben an mit dem Vorwort zum zweiten Band aus der Feder von Theodor Griesinger ihm selber. Und es ist nicht gerade unwichtig, was hier steht. Er schreibt hier, die neue Ausgabe meiner Geschichte der Jesuiten, weil wir sprechen ja hier auch, hier ist auch zweite Ausgabe und das ist von, wie wir hier gesehen hatten, weiß ich, ob ihr das gesehen habt, ist von 1873, warte mal, hier, 1873, na? Zurück zum Bild, das hier, okay, die neue Ausgabe, also zwischen 1866 und 1873 gab es ja verschiedene Ausgaben, meiner Geschichte der Jesuiten ist der beste Beweis, sagt er, dass das Buch seine Arbeit getan hat. Es hat tausende von Lesern gefunden und niemand hat es beiseite gelegt, ohne eine richtige Idee von dieser Gesellschaft erhalten zu haben, die so verdammenswert ist, die Gesellschaft Jesu. Ja? Und sehen Sie, jetzt, wo die kaiserliche Regierung sich auf unsere Seite schlägt, lassen Sie uns hoffen, dass der verfluchte Bann, der durch den Einfluss der Jesuiten die geistige Auferstehung des Vaterlandes verhinderte, jetzt von Deutschland genommen wurde. Erst die Zerschlagung der Feinde des Imperiums, mit dem Jesuitengesetz von 1872 wohl, ne? Und jetzt der Angriff auf die Feinde des Lichts. Wann gab es für Deutschland jemals eine größere Epoche? Ich glaube, es ist ziemlich sicherzustellen, oder zu sagen auch, dass die Epoche, in der wir heute leben, 21. Jahrhundert, keine gute Epoche ist für den reformatorischen Geist oder überhaupt den biblischen Geist in Deutschland. Es gibt nur noch wenige, die sich damit beschäftigen. Und einige davon finden sich jeden Sonntag bei mir auf Skype ein, um mich zu begleiten bei meiner Lesung von Romanismus und die Reformation. Da mache ich jetzt am kommenden Sonntag, also in 2 Tagen, die 3. Lesung von. Also wir machen nur eine Lesung pro Woche. Deswegen wird die Studie dieses Buches wahrscheinlich auch ein ganzes Jahr dauern, weil ich mache nur eine Lesung, aber da begleiten mich bis zu 15 Leute auf Skype und das ist ganz toll. Und jeder, der möchte, kann dann noch beikommen. Es sind Plätze bis 25 Personen, also ein paar Plätze sind noch frei. Und da werde ich 1 Stunde, lese ich da immer. Und die 2. Stunde ist dann eine offene Mikrodiskussion. Also jeder kann sein Mikrofon aufschalten und kann diskutieren, kann Fragen stellen über das Gelesene und Besprochene und man kann sich austauschen im Allgemeinen. Und da wir alle Christen sind, bis jetzt habe ich da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht mit jedem, der da in dieser Gruppe mit bei ist, ist das einfach wunderbar. Und es dient wirklich zur Erweiterung des Wissens und der Weisheit in der Schrift. Die liegt immer an der Basis von allem. Auch an der Basis des Lesens dieses Buches. Aber lasst uns doch mal eben hier das kleine Gedicht vorlesen, was der Griesinger uns hier im 2. Band mitteilt. Es geht natürlich um die Jesuiten. Er sagt, die Schwarzröck sind die Hirten der Erde. Die Bürger des Erdkreises sind die Herde. Die Weid ist ihr liegendes Gut, die Woll ihr Reichtum und Blut. Wer aber bestimmt die Plätze zum Weiden, das ist in Rom der schwarze General, der da herrscht über Papst und Könige zumal. Er scheret die Wolle, das Schaf muß es leiden, und muß noch danken demütiglich, dass er mit der Wolle begnüget sich, denn wenn er auch noch das Fell wollt nehmen, wer könnt's ihm wehren? Aus dem Drama Der Weinberg des Rabot. Das Werk habe ich zwar im Internet nicht gefunden, aber der Autor gibt an, das daher zu haben. Und das ist meine Einleitung zu dem 2. Band von Theodor Griesinger, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens 1534 bis jetzt 1866 für das deutsche Volk, bearbeitet von Theodor Griesinger. 2. Band. So, und dann gehen wir hier eben ein wenig runter. Dann sehen wir hier noch andere Werke von ihm, Land und Leute in Amerika. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Dann nehmen wir nochmal hier ein Titelbild von diesem Band ein und auf der nächsten Seite gehen wir in das Inhaltsverzeichnis rein. Das Inhaltsverzeichnis möchte ich mal ganz kurz mit euch durchlaufen, nur dass wir wissen, was uns in diesem 2. Band erwartet. Er hat ja schon einige Dinge bereits gesagt im 1. Band und gesagt, da gehe ich im 2. Band drauf ein. Ja? Und dann wollen wir mal eben sehen, was das ist. Übrigens, dieser hier ist interessant, weil wie ihr seht hier, guck mal, ich kann das hier blau anstreichen, ich kann das kopieren, ich kann also mir dann Worte raussuchen, wenn ich sie nicht gut lesen kann, das hat schon ganz gut funktioniert. Ich kann den Text auch markieren, also highlighten, ne, mit einer Farbe versehen. Ich kann ihn durchstreichen, ich kann ihn, den Text ersetzen und ich kann sogar eine Note dazu nehmen, das konnte ich im anderen nicht. Und ich habe die letzten Tage Zeit gehabt, ich habe nämlich leider die ganze Woche keine Lesung gemacht. Ich habe die letzten Tage Zeit gehabt, die ersten 30 Seiten dieses PDFs, diesen ganzen ersten Kapitel, das erste Kapitel bereits zu lesen. Aber lass uns doch mal eben das Inhaltsverzeichnis überlaufen. So viel Zeit muss mal eben sein, dann wissen wir ganz gut, worum es geht. Also im 4. Buch, ja, weil der erste Band waren die ersten 3 Bücher, hier geht es weiter mit dem 4. Buch, heißt Die Uneigennützigkeit der Jesuiten oder das Gelübde der Armut. Ja, im 1. Kapitel sprechen wir über den Beichtstuhl als der Schlüssel zur Geldtruhe. Den Beichtstuhl hatten wir ja auch im 1. Band schon gesehen, aber hier geht es darum, wie sich die Jesuiten daran bereichern. Auf Seite 30 geht es dann weiter, der Raub und Diebstahl an weltlich und geistlich. Und das ist ein ziemlich langes Stückchen, weil dann geht es erst auf Seite 83 weiter mit dem Titel im 3. Kapitel der jesuitische Handel und Wucher nebst betrügerischem Bankrott. Ja, da kann ich auch so schon einige Dinge zu sagen, aber wir lassen gern den Autor ans Wort kommen. Im 5. Buch, das ist getitelt Die Ehrlichkeit der Jesuiten oder die Sünde Loyolas in ihrer wahren Gestalt, kann man ja schon ein wenig sarkastisch nehmen, diesen Titel. Auch hier ist es aufgeteilt in 3 Kapitel und da lernen wir über im ersten Kapitel der ewige Kampf der Söhne Loyolas mit der übrigen katholischen Geistlichkeit. Also da geht es darum, dass die Jesuiten natürlich neben sich keine anderen Orden, die ähnliche Dinge tun, wie sie selber dulden. Dann im zweiten Kapitel das Anstößige der jesuitischen Konstitution, Lehre und Erziehungsmethode. Und im dritten Kapitel lernen wir über die wachsende Aufklärung und der Sturm aus der eigenen Mitte. Im 6. Buch, das getitelt ist Die Herzensgüte der Jesuiten oder die Erlaubnis zu Mord und Totschlag, aufgeteilt in 6 Kapitel zwischen Seite 185 und 318, lesen wir im ersten Kapitel Jesuitische Attentate in Deutschland. Das dürfte ein für viele Deutsche interessantes Kapitel werden. Dann im zweiten Kapitel die Pulververschwörung in England und die politisch-jesuitischen Umtriebe daselbst. Das habe ich in Englisch schon weit und breit ausgetreten, eigene Sendung drüber gemacht, in Hour of the Truth. Dieser Teil ist es hier. Da habe ich reichlich drüber gelesen, auch in Code Word Babylon, also das war schon ganz interessant, die Pulververschwörung von 1605. Kann ich auch jedem anraten, dabei zu bleiben und das zu hören. Dann der Meuchelmord an dem Prinzen Wilhelm und Moritz von Oranien im 3. Kapitel, im 4. Kapitel der große Handel um Paraguay. Ihr erinnert euch noch an die Reduktion von Paraguay, wo die Jesuiten den Kommunismus eingeführt haben. Ja, das war im ersten Band besprochen. Oder Don Sebastian Joseph Carvalho Erollo, Graf von Oreas und Marquis de Pombal. Im 5. Kapitel Pedro Pablo Abaraca de Bolea, Graf von Aranda oder die Aufhebung der Jesuitennester in Spanien. Und schließlich als 6. Kapitel der Abschluss der Herzensgüte der Jesuiten und Erlaubnis zu Mord und Totschlag, die Königsmörder in Frankreich. Da haben wir natürlich auch schon einiges drüber gelernt in die verborgene Geschichte der Jesuiten von dem französischen Autor Edmond Paris. Im 7. Buch geht es dann weiter, der Scheintod des Jesuitismus und sein schlimmes Wiedererwachen. Da sprechen wir natürlich über die Zeit des sogenannten Verbotes des Jesuitenordens, der Abschaffung des Ordens durch Papst Clemens XIV. 1773. Im 1. Kapitel die Aufhebung des Jesuitenordens durch Antichrist Papst Clemens XIV. Im 2. Kapitel die Wiedereinsetzung des Jesuitenordens oder die Nullifizierung der Bulle Dominus Ac Redemptor Noster. Und schließlich im 3. Kapitel lesen wir die Jesuiten des 19. Jahrhunderts, also wo sie dann wieder ins Leben gebracht wurden, 1814 durch Antichrist Papst Pius VII. So, 4. Buch, die Uneigennützigkeit der Jesuiten, das Gelübde der Armut. Die Schwarzröck, das ist also das Motto, was wir hier lesen aus dem Drama Der Weinberg des Rabot, das hatte ich euch bereits vorgelesen. Und wenn wir dann noch eine Seite weiter runter scrollen, dann kommen wir in das erste Kapitel getitelt Der Beichtstuhl als der Schlüssel zur Geldtruhe. Ein interessantes Kapitel und ich kann euch damit beisagen, auch teilweise sehr sarkastisch geschrieben, teilweise auch mit einem bissigen Humor. Der Autor schämt sich hier nicht, die Dinge auch mal ein wenig auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich habe da zum Schluss auch einen kleinen Kommentar beigeschrieben. Auf den müsst ihr dann warten, den gebe ich natürlich jetzt nicht vorher. Es ist natürlich so, dass wir uns hier im Allgemeinen mit einem sehr seriösen Thema beschäftigen. Aber gerade wenn man das mal ein wenig oder bestimmte Dinge dann doch zumindest auf eine sarkastische Art und Weise sieht oder liest, dann nimmt das ein wenig von dieser, ja, normalerweise friert einem das Blut in den Adern, wenn man über die Jesuiten liest. Und der Autor versucht das auf eine Art und Weise zu bringen, dass das Blut immer noch flüssig bleibt. Ja? Nicht, dass es uns friert in den Adern, auch nicht, dass es überkocht vor Wut, sondern er geht da auf eine ziemlich objektive Art und Weise ran. Und das sollten wir auch. Wir sollten probieren, die Arbeitsweise der Jesuiten zu verstehen, weil nur dann, wenn wir sie verstehen, dann können wir da auch drauf agieren oder besser gesagt reagieren. Ja? In der Bibel steht bereits geschrieben, es fängt an in dem Buch von Hiob, ja, als Gott den Teufel fragt, wo kommst du her? Ja, ich gehe auf und ab in der Erde. Und auch Paulus hatte das gesagt, im Korintherbrief steht das meines Erachtens, dass Satan eben ein wildes Tier ist, das auf der Erde hin und her geht und sucht, wen er zerreißen kann, wen er von Gott wegholen kann. Das ist nun mal die grausame Realität, da müssen wir alle mit leben. aber sich deswegen kniezitternd in die Hosen zu machen, bringt uns auch nicht weiter. Wir haben Jesus Christus, der uns von diesen Sachen errettet, und das müssen wir immer wissen und da müssen wir uns immer dran erinnern. Deswegen muss uns in dieser Welt überhaupt nichts Angst machen. Alles, was wir hier lesen, ist zwar grausame Geschichte teilweise, aber es ist eben auch Geschichte, nur wir müssen eben lernen, um selber nicht Teil zu sein einer sich wiederholenden Geschichte, wie es damals wirklich war. Und dafür dient eben dieses Buch. Dafür diente der erste Band und dafür dient auch dieser zweite Band. Und ich freue mich im Grunde auch schon auf das Buch, das ich hier nachgeplant habe, von Griesinger zu lesen. Und wenn mir nichts dazwischen kommt, dann werde ich hier nach das Buch Mysterien des Vatikan von Griesinger lesen. Das ist aber kein PDF, sondern das werde ich als Taschenbuch lesen. Das habe ich als Taschenbuch hier. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in den zweiten Band, in die erste Lesung. Und wie gesagt, hoffentlich in der Zukunft auch nochmal mit Gästen, aber heute müsst ihr euch mit mir alleine begnügen. Wie gesagt, ich hatte die ersten 30 Seiten vorgelesen und das hoffe ich beibehalten zu können, dass ich vorlese, aber das will ich nicht versprechen. Aber es ist natürlich schön, weil ich habe hier und da eine Bemerkung machen können und deswegen ist auch hier und da mal was angestrichen in dem Text bereits, was ja sonst nicht war, weil ich ja, wie ihr wisst, zu Anfang immer alles auch für mich zum ersten Mal gelesen hatte. Aber das hier habe ich jetzt schon die letzten Tage schon einmal durchgelesen. Also, der Beichtstuhl als der Schlüssel zur Geldtruhe. Der erste große Nagel in den Sarg des Ordens Jesu war, wie ich soeben gezeigt hatte in Band 1, das Laster der Unzucht, welches die Söhne Loyolas in so außerordentlichem Maßstabe betrieben. Als zweiten, noch größeren und noch wirksameren Krankheitsstoff aber hebe ich hervor, ihre Sucht, Reichtümer zu erwerben, und zwar durch Mittel jeder Art, selbst die allerverwerflichsten. Ja, wir erinnern uns, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist das Motto der Jesuiten. Wir wissen aus dem ersten Buche dieses Werkes, wie sehr der Stifter der Gesellschaft Jesu an sich selbst und durch sein Eigenbeispiel die christliche Demut, Armut und Nächstenaufopferung in ihrer höchsten Potenz zu versinnbildlichen suchte und wie er mit eiserner Strenge darauf drang, dass seine Jünger ihm hierin getreulich nachahmten. Wir wissen aber auch, dass er zu gleicher Zeit für seinen Orden das Vorrecht in Anspruch nahm, zur Errichtung, Ausstattung und Unterhaltung von Kollegien, Seminarien, Novizhäusern und anderen Unterrichtsanstalten des Geldes und Gutes so viel in Anspruch zu nehmen, als man nur erhalten könne, und dass er auf die Ausbeutung dieses Vorrechts mindestens ebenso viel Gewicht legte, als auf die Versinnbildlichung der christlichen Armut und Entbehrung der Nacktheit. Beide Regeln nun, Reichtum für den Orden und Armut für den einzelnen Sohn Loyolas, wurden auch nach dem Hingang des Ordensstifters Loyola mit einer wahrhaft eisernen Konsequenz eingehalten, und es übernahm also jeder Jesuit, bei seinem Eintritt in die Gesellschaft die gedoppelte Pflicht, einmal für die letztere, also die Gesellschaft, so viel zu gewinnen als immer möglich, und zum anderen alles, was er gewann oder beibrachte, dem allgemeinen Besten, das ist, dem Orden und Ordensgeneral zu opfern und für sich selbst unter Verzichtleistung auf jede selbstständige Vermögensverwaltung in der größten Dürftigkeit und Armut zu leben. Ja, dem allgemeinen Besten, hier habe ich einen kleinen Kommentar dazu gegeben, den ich mir eben zu Gemüte führe. Dem allgemeinen Besten, im Englischen spricht man vom the common good, ja? Das Allgemeingut, wie wir das allgemeine Beste heute wohl nennen würden, wie es heute in der Enzyklika Caritas in Veritate von Benedikt XVI. Heißt. Die Enzyklika sollte sich jeder mal angeschaut haben, zumindest überflogen haben, das habe ich auch, ich habe sie auch nicht durchgelesen, ich habe sie überflogen, ich habe aber auch schon, glaube ich, Vorträge davon gehört von Richard Bennett, im Englischen dann zumindest, wo es eben um die Umverteilung geht, die wir heutzutage in dieser Welt mitmachen. Den reichen Ländern nehmen und den armen Ländern geben. Mit anderen Worten, den protestantischen Ländern nehmen und den katholischen Ländern geben. Ja? Dieses Common Good, das Allgemeingut, wie es heißt, davon hat Antichrist Papst Franziskus 2015, als er vor einer gemeinschaftlichen Sitzung des Senats mit dem Kongress in Amerika gesprochen hat, 6-mal das Common Good, also das Allgemeingut, hervorgehoben. eben aufgrund der Enzyklika Caritas in Veritate von Antichrist Benedikt XVI. Ja. Gewiss, fährt der Autor fort, für einen Sterblichen eine schwer zu erfüllende, eine fast unmöglich erscheinende Aufgabe. Und deswegen wurde sie auch nie in der Wirklichkeit, sondern nur zum Schein erfüllt. Was wurde nie in der Wirklichkeit, sondern nur zum Schein erfüllt? Dass man alles dem Orden und dem Ordensgeneral opfert und sich selbst unter Verzichtleistung auf selbstständige Vermögensverwaltung in der größten Dürftigkeit und Armut hingibt und lebt. Kein einziger Jesuit lebt in Armut. Sie machen Gebrauch von all den Vorteilen, die der Orden ihnen bietet. Die leben in Saus und Braus. Das haben sie damals und das tun sie heute auch. Ja? Es ist nur zum Schein. Die Jesuiten sind eine Geheimgesellschaft und ihre innere Lehre ist ihr wahrer Grund des Bestehens. Ihre äußere Lehre ist nur die Scheinheiligkeit. Von daher, wie der Autor hier sagt, sondern wird nur zum Schein erfüllt. Scheinheiligkeit eben. Nur so weit es nötig war, um die Menschheit in der Irre herumzuführen. Das tun sie wie heute auch noch. Oder aber wie? Erfuhren nicht die Eingeweihten nur zu bald, dass man sich weder in den jesuitischen Professhäusern noch in den Kollegien und übrigen Anstalten des Ordens in Beziehung auf Essen, Trinken und sonstige Lebensgenüsse auch nur das Geringste abgehen ließ? Ja, dass sogar in manchen Dingen insgeheim eine Üppigkeit herrschte, wie man sie sonst kaum in den vornehmsten Häusern traf. Eine Üppigkeit von solch raffinierter Art, dass eben aus ihr die sinnlichen Ausschweifungen herzuleiten sind, welche ich im vorigen Buche schilderte. Das alles wurde nach und nach bekannt, obwohl, wie schon gesagt, nur in den eingeweihten Kreisen, denn das große Publikum ließ sich durch die äußerlich zur Schau getragenen Dürftigkeit viele Dutzende von Jahrzehnten hindurch täuschen. Und Fremde, welche man in eine jesuitische Anstalt einführte, sahen dort gewiss nichts als einfach möblierte Zimmer nebst einer entsprechenden sonstigen Simplizität. Doch weit mehr, noch weit mehr ist das zu prämieren, wie man es mit Reichtümern hielt, welche der Orden als Gesamtheit ansammelte. Denn blieb man in der Wirklichkeit dabei, dieselben bloß und ganz allein für die Unterrichtsanstalten, wie das Ordensstatut besagte, zu verwenden? Von was bezahlte man denn die vielen Spione, die an den in Liederlichkeit versunkenen größeren und kleineren Höfen unterhalten wurden? Womit erkaufte man die oft so ungemein teuren Beichtvaterstellen und womit die verschiedenen Minister und die sonstigen einflussreichen Personen? Wie viel kosteten nicht die vielen Bündnissen und Heiraten, welche der Orden Jesu zu seinem Vorteile unter den Großen dieser Erde stiftete? Und wie viel nicht die Mätressen nebst den anderen ähnlichen Kreaturen wie Mätressen? Gewiss, der große Volkshaufen konnte durch Fanatismus, Heuchelei und Bigotterie gelenkt werden. In den höheren Kreisen aber musste man ganz andere Maschinen in Gang setzen, und die Anschaffung und Anschmierung dieser Maschinen kostete Geld und sogar sehr viel Geld. Nicht gerade wenig Geld. Aus diesen wenigen Andeutungen ersieht man, warum es der Sozietät Jesu trotz allen Prunkens der einzelnen Mitglieder mit Armut und Dürftigkeit um nichts mehr zu tun sein konnte, als um Erwerbung von Reichtümern aller Art, und es gelang ihr dies in einem solchen Maßstabe, dass die Universität von Paris schon im Jahr 1626 sich über die Ungeheuerlichkeit dieser Reichtümer beklagte. Zitat: Mit ihren Kollegien haben sie, so heißt's in jener Beschwerdeschrift, die besten und nächsten Benefizien, Landgüter und Stiftungen im ganzen Königreiche verbunden, und ihre Einkünfte sind so groß, dass sie dieselben mit aller List nicht mehr verheimlichen können. Deswegen kann man auch ihre Häuser keine Häuser mehr nennen, sondern dieselben gleichen an Pracht und Großartigkeit den Palästen und Residenzen der Könige und Prinzen von geblüht. Ende Zitat. So verhielt es sich in Frankreich und so auch in allen übrigen Ländern, in welchen sich der Orden Jesu Eingang verschafft hatte. Und darum entstand nun die weitere Frage, wie und durch welche Mittel diese Reichtümer erworben worden seien. Die Jesuiten natürlich behaupteten, es geschehe dies stets auf gerade, ehrliche, redliche Weise, nämlich dadurch, dass die Gläubigen ihn freiwillig und aus eigenem Antrieb Präsente machten. Ich sag mal so viel, wer's glaubt, wird selig. Die meisten Präsente, die die Jesuiten bekommen haben, und das werden wir auch noch lernen im weiteren Verlauf dieser Lesung, sind erzwungen. Und zwar auf eine seelische oder sogar auch auf eine körperliche Art und Weise. Ja? Aber sie behaupten natürlich, dass sie das alles auf rätliche Weise, nämlich freiwillig und aus eigenem Antrieb, Geschenke bekommen haben von den Gläubigen. Und es lässt sich sicher nicht in Abrede ziehen, dass auf diesem Wege gar manches Stück Geld und Gut in ihre Taschen floss. Außerdem erzeigten sich ihnen ja die Päpste, wie wir schon im ersten Buch gesehen haben, fast ohne Ausnahme so günstig, als sie es sich nur wünschen konnten, und wiesen ihnen nicht nur eine Menge von Einkünften an, über welche die römische Kurie das Verfügungsrecht hatte, sondern ermunterten auch die Rechtgläubigen durch eigene Bullen zur Mildtätigkeit gegen den Orden, während sie umgekehrt auf alle diejenigen, welche eine solche Mildtätigkeit etwa verhindern wollten, die heftigsten Flüche schleuderten. Endlich ist es eine erwiesene Tatsache, dass von den Söhnen Loyolas nur allein an Messen, von den Rosenkränzen ganz zu schweigen, ein sehr bedeutendes verdient wurde. Denn sie lasen deren zur Zeit ihrer Blüte jährlich im Durchschnitt 500.000, und sie lasen sie nur für solche Verstorbene, also die Messen, welche sich durch besondere Wohltätigkeit um die Gesellschaft verdient gemacht hatten. Trotz alledem aber musste es noch unglaublich erscheinen, dass auf diesen Wegen solche kolossalen Reichtümer, wie sie die Jesuiten notorisch besaßen, erworben werden könnten, und denkende Köpfe vermuteten daher schon sehr frühe, dass die Söhne Loyolas sich noch ganz anderer Mittel bedienten, um zu ihrem Zwecke zu gelangen. Ja, jedes Mittel heiligt den Zweck. Auch wurde es ihnen nicht schwer, die nötigen Beweise für diese ihre Vermutungen beizubringen, sobald sie nur das Gebaren der Jesuiten, welche bei Reichen und Vornehmen oder gar bei Regenten Beichtvaterstellen bekleideten, etwas näher bei Licht betrachteten, denn diese Gewissensräte waren durch Vorschrift ihres Generals förmlich verpflichtet, ihre Beichtkinder zu immerwährenden Wohlwollen gegen den Orden Jesu aufzumuntern, und die Erfahrung bewies, dass sie dieser Verpflichtung stets aufs Getreueste nachkamen. Man durfte ja die Geschichte von Bayern und Österreich oder die von Spanien und Portugal nur oberflächlich durchgehen, haben wir ja gemacht im ersten Band, so konnte man der Tatsachen mehr als genug mit Händen greifen, und ebenso verhielt es sich auch in allen anderen Ländern oder Ländchen, in welchem sich die Söhne Loyolas bei Hofe eingenistet hatten. Mit einem Worte, es stellte sich in Bälde für jeden Verständigen heraus, dass die Jesuiten die Seelenleitung und Gewissensberatung aller Reichen und Vornehmen als eine Art von Monopol für sich in Anspruch nahmen und dass es ihren unablässigen Bemühungen gelang, die übrigen Mönche und Ordensmitglieder auf die Beichte der Armen und Geringen zu beschränken. Also, die Jesuiten sind dafür da, um die Beichtväter der Armen und Führenden eines Landes zu werden und die anderen Mönchsorden und normalen Priester, die überlässt man dem normalen Volk, da wo es nicht viel zu holen gibt. Aber die Jesuiten picken sich mit anderen Worten die Rosinen aus dem Kuchen. Genauso kommt man zu großem Reichtum. Doch, fährt der Autor fort, das sind bloß allgemeine Tatsachen. Im Speziellen aber kamen noch ganz andere Dinge zutage, und zwar Dinge, welche bewiesen, dass die Söhne Loyolas den Beichtstuhl auf eine Weise benutzten, die man nichts weniger als eine ehrliche benennen kann. So entdeckte man dabei der Verjagung der Jesuiten aus Venedig. Man vergleiche darüber im zweiten Buch. Also das ist im ersten Band das zweite Buch halt. Ne? Wir haben in total 7 Bücher. Man vergleiche darüber das zweite Buch, das wir gelesen hatten, durch aufgefangene Briefe, dass sie sich des Beichtstuhls geradezu bedienten, um die Geheimnisse der Familie sowie Insonderheit den Vermögensstand der einzelnen Privaten zu erforschen und dass sie darüber alle 6 Wochen einen genauen Bericht an ihren General in Rom einsandten. So fand sich bei der Untersuchung des Jesuitenkollegiums zu Roermond in den Niederlanden ein Brief des Generals Ricci, also hier sprechen wir von Lorenzo Ricci, der in der Zeit von 1758 bis wahrscheinlich in die 1780er Jahre der General der Jesuiten war. Ja, so fand sich also dann hier in Roermond in den Niederlanden ein Brief des General Lorenzo Ricci vor, in welchem die Herren Vorsteher instruiert werden, auf welche Weise sie junge und reiche Witwen von einer zweiten Heirat abhalten könnten. Und worin der Passus vorkommt, dass man solche Witwen, die besonders heftig von fleischlichen Genüssen geplagt würden, junge, schöne und kräftige, zugleich aber auch verschwiegene und diskrete Patres zu Beichtvätern geben solle, damit diese jene Lüste befriedigten. Also, mit anderen Worten, die Jesuiten geben hier jungen Witwen seelischen Beistand mit Patres, mit Jesuitenvätern, um es jetzt mal mit diesem unbiblischen Wort zu sagen, die geistig und körperlich, kräftig und so veranlagt waren, um die fleischlichen Genüsse der jungen und schönen Frauen zu befriedigen. In einer Fußnote erfahren wir hier, und das ist ganz wichtig, ja, es heißt wörtlich, ciel, nämlich die veuve jeune et riche, se trouve dans le cas, milieu et nabere quam nourri. Alors un père jeune, prudent et discret doit leur offrir ses services pour les convoitises de la chair. Ich habe das mal übersetzt ins Deutsche und deswegen steht hier, also es heißt wörtlich, wenn junge und wohlhabende Witwen in dem Fall gefunden werden, melius et nabre quam uri, das ist ja lateinisch und habe ich nicht mit Google-Übersetzer gut übersetzen können, dann muss ein umsichtiger und diskreter junger Vater ihnen seine Dienste für die Habgier des Fleisches anbieten. Das ist wörtlich genommen aus den Instruktionen der Jesuiten. Ja? Also, wenn junge und wohlhabende Witwen in dem Fall gefunden werden, dass sie sich also, wie wir hier gelesen haben, dass sie diese Lüste befriedigt bekommen müssen, dann müssen dafür junge und diskrete Jesuitenväter für diese Dienste abgestellt werden, um diese Fleischeslüste der Witwen zu befriedigen. Denn es sei keine Sünde, fährt der Autor fort, sobald die Damen dadurch so weit gebracht würden, ihre Güter dem Orden zu vermachen. Also, den ganzen Satz nochmal. In dem Ordensbrief von General Ricci steht, dass man solche Witwen, die besonders heftig von fleischlichen Genüssen geplagt würden, dass man diesen junge, schöne, kräftige, zugleich aber auch verschwiegene und diskrete Patres, also Jesuitenväter, zu Beichtvätern geben solle, damit diese jene Lüste befriedigten, denn es sei dies keine Sünde, sobald die Damen dadurch so weit gebracht würden, ihre Güter dem Orden zu vermachen. Also, es ist für die Jesuitenpater keine Sünde, die fleischlichen Lüste dieser jungen Witwen zu befriedigen, da sie dafür bezahlt werden. Ich glaube, so etwas nennt man Prostitution, oder? Ob das jetzt eine männliche Hure ist, oder ob das eine weibliche Hure ist, ob das eine also eine, wie wir sie heute sagen würden, wahrscheinlich Call Girl oder Call Boy ist, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Sie sagen hier tatsächlich, dass diese fleischlichen Lüste der jungen Witwen zu befriedigen keine Sünde ist, wenn die Damen eben dem Orden ihre weltlichen Güter vermachen. Also was macht der Jesuitenpater? Abgesehen davon, dass er wahrscheinlich viel Spaß daran hat, um das jetzt mal eben sarkastisch zu sagen, verkauft er sich als Callboy an die junge Witwe, um dafür zu sorgen, dass das Geld, was sie hat, nicht in andere Hände gerät, sondern in die Hände des Jesuitenordens. Es wird ihm nicht persönlich geschenkt, er selber lebt ja in Armut zwischen Anführungszeichen, aber es wird seinem Orden zukommen, das Geld. Und dafür prostituieren die Patres sich. Was anderes ist das hier nicht. Ja? Der Autor fährt fort und sagt, so erweckten sie in verschiedenen ihrer Beichtkinder die Hoffnung, nach dem Tode selig gesprochen zu werden, sobald sich dieselben ganz und gar der jesuitischen Leitung übergeben. Und es ließ sich deshalb zum Beispiel die reiche Marie de Alacoque auf Zureden des Paters La Colombière von den Jahren 1674 bis 1690 allemal am ersten Freitag jeden Monats zu Ehren des heiligen Herzens Maria die Ader öffnen, bis sie endlich, nachdem sie zugunsten der Sozietät Jesu testiert, also testamentiert hatte, also ein Vermächtnis gemacht hatte, anno 1690 am Blutverlust starb. Nun, über die Marie de Alacoque habe ich hier einen Wikipedia-Artikel rausgesucht und dann können wir uns gleich mal eben anschauen, wenn mein Computer hier mal bitte schön reagieren würde. Was ist denn das hier jetzt? Ach, das habe ich schon mal gehabt, ja, das auf einmal Adobe stoppt mit Arbeiten. Das ist ganz blöde. So, Text kopieren, dann gehen wir mal kurz in Firefox und dann suchen wir uns den Artikel raus. Margareta von Palma, ja, also vor 2 Tagen, als ich den gesucht hatte, den Artikel, da bestand er noch. Ja. Das ist ja nun merkwürdig hier. Margareta von Palma. Das könnt ihr alle mal im Live-Video mitmachen. Also das habe ich vor 2 Tagen, habe ich den, oder so habe ich mir den Link da rausgesucht. Hier, Margareta von Parma. So, Deutsch. Hier steht er doch. Also, naja, mit solchen Computerproblemen muss man eben mal lesen. Also, wir lesen hier jetzt in dem Buch nach die reiche Marie de Alacoque auf Zureden des Paters Colombière, die hat sich jeden Freitag des Monats zu Ehren des heiligen Herzens Maria die Ader öffnen lassen, bis sie 1690 daran starb. Also, dann haben wir hier ein Bild von Margareta von Parma, ja, und hier haben wir ein Glasfenster in der St. Janskerk in Gouda, in Niederlande davon. Die Margareta von Parma, die lebte in Audenarde, das ist Flandern, das ist hier jetzt Belgien bei uns, war eine uneheliche Tochter Kaiser Karl V. Sie wurde mit italienischen Hochadligen vermählt, zuerst 1536 mit dem Herzog von Florenz, Alessandro de' Medici. Nach dessen baldiger Ermordung heiratete sie 1538 in zweiter Ehe Ottavio Farnese. Ja, Farnese und Medici sind beides Blutlinien der Päpste. Ihr Halbbruder, der spanische König Philipp II., setzte sie 1559 als Statthalterin der habsburgischen Niederlande ein. Sie übte dieses Amt bis 1567 aus und in dieser Amtszeit begannen die ersten Aufstände gegen die habsburgische Herrschaft. Und so weiter und so weiter. Abstammung und Jugend, Heirat mit Alessandro de' Medici, Ehe mit Ottavio Farnese, Statthalterin der Niederlande, schwierige Regierungsjahre, das kann man sich alles in Ruhe mal durchlesen, wenn man das möchte. Dann geht es hier um einen Aufstand in den 60er Jahren und so weiter und so weiter. Rücktritt nach der Entsendung Herzog Albas, das war ja derjenige, der Blut und Verderben über die Niederlande gebracht hatte damals. Und dann lesen wir hier noch über ihr spätes Leben. Im Februar 1568, das kann sie ja nicht selbst sein. Ist das jetzt die richtige Frau hier? Warte mal, jetzt will ich mal eben gucken, ist das überhaupt die richtige Frau? Wenn das 1522, kann sie ja gar nicht sein. Margarete von Parma, das kann sie ja nicht sein. Warte mal. Marie de Alacoque, ja? Die hatte ich doch hier. Ah, Mensch, was ist denn das hier? Wieso habe ich hier Margarete von Parma, wenn es um Marie de Alacoque geht? Warte mal. Dann gucken wir nach Marie de Alacoque. So. Mensch, jetzt lese ich mir hier eine falsche Seite vor. So. Die hier musste ich haben. Aber gleich mal hier den Kram hier anpassen. Wie bin ich denn auf die andere Seite jetzt gekommen hier? Also, das ist die Margareta Maria Alacoque. Und die geht um das Herz Jesu. Da sieht man ja auch hier in diesem Bild. Hier geht es um das Herz Jesu. Da wisst ihr ja auch von früheren Lesungen, dass der Papst im 20. Jahrhundert, Pius XII., da auch ein großer Vorsteller von war, und auch Pius IX. Im 19. Jahrhundert war das. Also, hier, mal eben gucken, habe ich das hier auch in Deutsch? Hier, das ist die Seite. Margareta Maria Alacoque. Das ist die, von der wir hier lesen. 1647 in Burgund geboren, genau, nicht in Flandern. Und gestorben in Paray-la-Monial. War Nonne und Mystikerin und wird in der römisch-katholischen Kirche als eine Heilige verehrt, der hier, folgens diesem Bild, sogar Jesus Christus erscheint. Und hier lesen wir halt, dass sie in ein Kloster eingetreten ist, dass sie Visionen bekommen hat. Hier Jesus Christus offenbart der Maria Alacoque und Maria Droste zu Fischering sein Herz. Hier geht es um das heilige Herz Jesu. Ja? Eine natürlich absolut katholische und unbiblische Lehre. Können wir noch hier über die Herz-Jesu-Verehrung weiterlesen. Also wieso der falsche Link da ist drin, was verstehe ich auch nicht. Entschuldigung dafür. Und dann lesen wir eben weiter. Sie war dann Novizmeisterin, Ausbreitung der Herz-Jesu-Bewegung. Und schlussendlich steht dann hier auch drin, wie sie dann später zu Tode gekommen ist. Denke ich da mal mit bei. Sie wurde 1864 von Papst Pius IX. Selig und am 13. Mai 1920 von Benedikt XV. Heilig gesprochen. Ihr Gedenktag ist der 16. Oktober. So, aber worum geht es jetzt hier? Hier geht es dann auch noch um den Pater Colombière. So, jetzt mal sehen. Hier müsste ich dann jetzt aber den richtigen Link haben. Dann gucken wir nämlich mal eben auf den Pater Colombière. Sag mal, wieso das alles so langsam marschiert heute, verstehe ich auch nicht gut. Dafür meine Entschuldigung. Der Claude de la Colombière, ja, das war der Jesuitenpater, der lebte zwischen 1640 und 1680, ein französischer Jesuit und wird auch als Heiliger verehrt, genau wie die Marie de la Coque. Und der war halt mit ihr zusammen und wie wir hier unten lesen, 8 Jahre nach ihm starb auch die später ebenfalls heilig gesprochene Marguerite Marie Alacoque, ja, also die, von der wir gerade gesprochen haben. Ihr gemeinsames Anliegen, also von Marie de la Coque und von Pater Colombière, eines Herz-Jesu-Festes wurde schrittweise Wirklichkeit und im Jahre 1856 durch Pius IX. Für die gesamte italienische Kirche eingeführt. Das Bild des flammenden Herzens mit Kreuz und Dornenkrone folgt einer Vision der Marguerite Marie Alacoque. Und sie wurde von, wie wir gerade eben gelesen hatten, Papst Pius XI. Selig gesprochen und 92 von Johannes Paulus II. Heilig gesprochen und sein Gedenktag ist der 15. Februar, ne, also von ihm. Von ihr war es, glaube ich, der 16. Februar. Ne? Also liegen dicht beieinander, die beiden. Ihr könnt euch natürlich auch die Wikipedia-Links, kann ich euch gerne mit besorgen, in der Lesung hier mit bei. Könnt ihr dann selber auch mal mitlesen. Und dann könnt ihr euch noch ein wenig tiefer mit den beiden beschäftigen, die an der Basis liegen für die Herz-Jesu-Verehrung, die in der römisch-katholischen Kirche eine sehr, sehr wichtige ist. Dann machen wir nochmal das Bild von dem Umschlag hier. Also weshalb ich hier von der Marie de la Coque da diesen verkehrten Link hatte, das kann ich euch jetzt wirklich nicht, das verstehe ich nicht. Naja, wurscht. Lesen wir nochmal eben den ganzen Satz. So erweckten sie, also die Jesuiten, in verschiedenen ihrer Beichtkinder die Hoffnung, nach dem Tode selig gesprochen zu werden. Das ist der Marie de la Coque ja dann auch gelungen. Sobald sich dieselben ganz und gar der jesuitischen Leitung übergeben. Und es ließ sich deshalb zum Beispiel die reiche Marie de la Coque auf Zureden des Paters La Colombière von den Jahren 1674 bis 90 allemal am ersten Freitag jeden Monats zu Ehren des heiligen Herzens Maria die Ader öffnen, bis sie endlich, nachdem sie zugunsten der Sozietät Jesu testiert, anno 1690 an Blutverlust starb. Also, sobald die Jesuiten hier ihr Ziel erreicht haben, verstarb die Marie de la Coque. So ängstigten viele von ihnen ihre Schäflein auf eine wirklich barbarische Weise mit den ewigen Höllenqualen und absolvierten dieselben so lange nicht, bis sie eine gewisse Summe, der bekannte Jesuit Salmeron ließ sich bis zu 1000 Goldtaler bezahlen, erhalten hatten. So trieben die beiden Patres Allegambi und Ortiz mit Gräfin Magdalena Aloja, der verwitweten Obersthofmeisterin Kaiser Karls V. so lange einen Teufelsspuk, bis sie ihnen 16.000 Dukaten übermachte, um den Teufel auszutreiben, und ganz Ähnliches ließ sich Pater Canisius mit den beiden Gräfinnen Ursula und Sibylla von Fugger zu Schulden kommen. Ja, über den Canisius, den ersten deutschen Jesuiten, hatten wir ja auch im ersten Band bereits gesprochen. So stellten zwei andere Jesuiten einem sehr reichen, aber halb blödsinnigen Mann, der wegen seines Schicksals nach dem Tode eine Gewissheit erlangen wollte, gegen die Summe von 200.000 Gulden nachfolgenden Pass in die Ewigkeit aus. Also, bevor ich das hier jetzt weiterlese, das muss man sich wohl vorstellen. Die Jesuiten probieren hier mit allen Mitteln an das Geld der Leute zu kommen, durch testiert zu werden, also durch testamentarisch bedacht zu werden. Und hier erschleichen sie sich die Summe von 200.000 Gulden für einen Pass in die Ewigkeit. Das ist genau das Gleiche, wo Martin Luther damals 1517 seine 95 Thesen an die Tür gedonnert hat mit den 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Ein Ablass ist ja ein Erlass der Sünden im Leben, die ich mir kaufen kann. Und hier geht es darum, dass die Leute einen Freibrief haben wollen, dass sie direkt in den Himmel kommen. Na, wenn sie natürlich die Bibel gelesen hätten, dann wüssten sie, dass sie das Geld hätten sparen können. Dann wüssten sie auch, dass sie mit den Jesuiten besser überhaupt nichts zu tun haben sollten. Aber die Leute haben halt die Bibel nicht gelesen, diese Leute. Und viele Leute heute lesen die Bibel auch nicht. Die haben auch keine Ahnung, dass sie sich im Grunde anders verhalten sollten, um das zu erreichen, was man eigentlich erreichen will, nämlich ewiges Leben mit unserem Herrn Jesus Christus und nicht irgendwie mir eine Erlösung von irgendeinem Menschen kaufen zu können oder irgendein Papier kaufen zu können, dann noch in diesem Fall für 200.000 Gulden, worin die Jesuiten tatsächlich diesem halb blödsinnigen Mann für 200.000 Gulden das Folgende bescheinigen. Zitat: Wir Unterzeichnete bezeugen und versprechen als Priester und wahre Religiosen im Namen unserer Gesellschaft, welche für solche Fälle gehörig bevollmächtigt ist, dass sie dem Herrn Hippolyte Brähm, Rechtslizenziat, unter ihren besonderen Schutz nimmt, um ihn gegen die ganze Macht der Hölle, im Falle solcher etwas gegen seine Ehre, seine Person oder seine Seele unternehmen wollte, zu verteidigen. Was wir zu diesem Endzweck beschwören, indem wir in diesem Falle die Autorität unseres durchlauchtigsten Stifters, also Ignatius von Loyola, anwenden werden, damit gedachter Brähm durch ihn dem allerheiligsten Oberhaupte der Apostel vorgestellt werde, mit all der Treue und Genauigkeit, zu der unsere Gesellschaft verpflichtet ist. Zu mehrerer Bekräftigung haben wir das geheime Siegel unserer Gesellschaft aufgedrückt. Gegeben zu Gand, das ist der französische Name für die belgische Stadt Gent, damals Flandern, gegeben zu Gand am 29. März 1650. Franz Secklin, Rektor des Kollegiums. Peter de Bick, Prior und Mitglied der Gesellschaft Jesu. Ende Zitat. Für so einen Wisch gibt dieser Brähm, nach dem Autor der Halbblödsinnige, ja, den Jesuiten 200.000 Gulden. Dass sie sich bei dem verstorbenen Ignatius Loyola dafür einsetzen werden, dass er mit den Aposteln dafür sorgen wird, dass dem Brähm nichts von der Hölle passiert. Ja, wie hier beschrieben steht. Ja, dass sie ihn gegen die ganze Macht der Hölle verteidigen werden, im Falle diese Hölle etwas gegen seine Ehre, seine Person oder seine Seele unternehmen wollte. Dafür verteidigen sie, dafür geben sie ihm den Wisch. Für 200.000 Gulden. Kennt ihr diese Fernsehserien von betrogenen Personen, die, was weiß ich nicht, wie viel Geld bezahlen an irgendwelche Leute, um sie in dieser Welt auch vor irgendwelchen Dingen zu schützen und die immer betrogen rauskommen? Ja. Aus diesen wenigen Beispielen schon ersieht man, und wir sind erst auf Seite 15, wir haben noch ein paar Seiten zu gehen, kann ich euch garantieren. Aber aus diesen wenigen Beispielen schon ersieht man, wie es die Jesuiten angriffen, um sich ein fettes Erbe oder eine nicht minder fette Schenkung unter Lebenden zu verschaffen. Und ich werde wohl kaum nötig haben, hinzuzusetzen, dass sie es dabei besonders gern auf reiche Witwen absahen. Man weiß ja, wie viel leichter derartige Wesen zu behandeln sind, als verheiratete Frauen desselben Alters oder gar als die dem männlichen Geschlechte angehörigen, und überdem wählten die Oberen nur solche Mitglieder des Ordens zu Witwenbeichtvätern heraus, welche durch ihre körperlichen sowie geistigen Qualifikationen am besten dazu passten. Es mussten Männer sein im sogenannten besten Alter, das heißt nicht allzu jung, um keinen Anstoß zu erregen, aber auch sicherlich nicht allzu alt. Männer von munterem, lebhaften Temperamente, kräftig und stattlich gebaut und besonders mit der Gabe der Rede gar wohl ausgestattet, um sich bei den Damen einschmeicheln zu können. Sie sollten ja nicht bloß Beichtväter im engeren Sinne des Wortes sein, sondern zugleich Hausfreunde, denen die Witwen all ihre kleinen Geheimnisse anvertrauten, bei denen sie sich Rats erholten, auch in weltlichen Angelegenheiten, mit welchen sie sich über die Tagesneuigkeiten gerne unterhielten, von welchen sie voraussetzten, dass denselben das leibliche Wohl, also die Gesundheit und Erholung ihrer Beichtkinder, nicht minder am Herzen liege als das geistige Wohl und die Gesundheit der Seele. Solche Berater hatten dann immer viel Glück bei den trostbedürftigen Witwen, und da sie im Falle der Erkrankung der Letzteren ihnen nie von der Seite gingen, so konnte es auch nicht fehlen, dass fast immer in den Testamenten ein für den Orden günstiger Passus aufgenommen wurde. Doch wenn nun auch gleich die Söhne Loyolas auf reiche Witwen ein Hauptaugenmerk hatten, so vernachlässigten sie andere Kunden deswegen noch nicht. Kunden finde ich ein sehr gutes Wort hier. Und insbesondere ließen sie es sich angelegen sein, die Söhne reicher Eltern in ihren Orden zu ziehen. Diese Novizen wurden dann stets in einem scharfen Examen über das Alter und das Vermögen ihrer Erzeuger unterworfen, und nicht minder befragte man sie über ihre Blutsverwandtschaft, sowie darüber, ob daher oder dorther noch ein Erbe zu erwarten sei. Über all das aber, was die Rektoren auf diese Art erfuhren, setzten sie ein umständliches Register auf und vervollständigten dann dasselbe durch Nachrichten, welche sie unter der Hand von anderswoher einzogen. Auf diese Art war der Orden über die etwaigen Erbaussichten seiner Mitglieder stets aufs Genaueste unterrichtet, und dass er sich bei einem Sterbefall seinen Anteil zu sichern wusste, nun, darüber braucht man nicht im geringsten Zweifel zu sein. Ja, sie taten dies meist mit einer Energie und Zähigkeit, die in der Tat unsere Bewunderung verdienen würde, wenn nicht die dabei zugleich an den Tag gelegte Schamlosigkeit ein dem Ganzen entgegengesetztes Gefühl in uns wachriefe. Ein paar Beispiele mögen dies dem Leser klar machen. Und jetzt geht der Autor in den nächsten Seiten bis zum Ende des Kapitels in ein paar Beispiele, wo er genau über eben diese Dinge spricht. Und ich finde das als Einleitung zur ersten Lesung, auch wenn es jetzt weniger als eine Stunde war, genügend. Ich habe etwas über 50 Minuten jetzt bereits gelesen und kommentiert. Und bevor wir jetzt in diese einzelnen Fälle einsteigen, in den nächsten 15 Seiten, die das Kapitel dann abschließen, bringe ich dieses Video hier zum Abschluss und möchte euch nochmal daran erinnern, dass wir immer an verschiedenen Quellen studieren sollten. Und wenn man zum Beispiel das Buch Babylon Mysterienreligion von Ralph Woodrow liest, das es ja auch in Deutsch als PDF gibt, wenn man zum Beispiel von Dave Hunt Die Frau und das Tier liest, dann kann man viele Dinge, die ich hier gerade eben gesagt habe, bestätigt finden. Und man kann andere Quellen anholen, um das zu bestätigen, von dem der Griesinger hier im 19. Jahrhundert schreibt. Das Einzige, was ich natürlich schade finde, ist, dass es heute im 21. Jahrhundert keinen und auch im 20. Jahrhundert keinen mir bekannten Autor mehr gegeben hat, weder in Deutsch noch in Englisch, der über solche Dinge in dieser Art und Weise geschrieben hat, wie der Griesinger es noch im 19. Jahrhundert tat. Und das ist eben das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, wenn wir die Vergangenheit vernünftig verstehen wollen. Wir bekommen nirgendwo die wahre Geschichte, so wie sie sich zugetragen hat, erklärt. Die Jesuiten sind eine Geheimgesellschaft. Und da sie eine Geheimgesellschaft sind, halten sie natürlich ihre Dinge auch mehr oder weniger geheim. Das heißt, wenn die meisten Leute nicht mehr gewohnt sind, als an der Oberfläche rumzuschnuppern, dann bekommen sie auch niemals diese tiefergehenden Informationen, die man aus der Studie und dem Lesen und dem Verstehen der Bücher bekommt, wie wir hier jetzt dieses eine Buch lesen. Oder jetzt bereits den zweiten Band davon lesen. Ihr merkt schon, ich habe wenig Kommentare gegeben. Und auch in der nächsten Lesung, bin ich ziemlich sicher, gebe ich sehr wenige Kommentare ab. Weil dieses Buch, so wie es geschrieben ist, zumindest dieses erste Kapitel, sich nicht dazu hergibt, da viele Kommentare zuzugeben. Das Buch ist, wie man so schön im Englischen sagt, self-explanatory. Ja? Es erklärt sich von selber. Ist fast wie die Bibel. Lies es durch und du verstehst es. Es erklärt sich von selber. Ich muss hier nicht viel Kommentare dazugeben. Aber ich finde es hier und da mal interessant, dass wir versuchen, auch mal Parallelen zu ziehen aus der Vergangenheit in, wie ist das denn heute noch immer? Und wir wissen natürlich, dass in der Bibel geschrieben steht, in Offenbarung 18, dass die Kaufleute der Erde zur Hure von Babylon zählen. Und genau diese Kaufleute, die viel Geld brauchen, müssen sich das ja irgendwo geholt haben. Und der Jesuitenorden hat sich das Geld erschlichen. Er hat sich das Geld erschlichen, durch die Kinder von der Nobilität zu erziehen und in ihren Orden reinzuziehen. Sie haben es sich erschlichen, durch Versprechungen zu machen, wie an diesen Brämen für die 200.000 Gulden, ihm gegen die Gefahr der Hölle zu beschützen. Und sie haben es geschafft, wie wir weiterlesen werden, auch noch in dem Rest dieses Kapitels, durch Witwen sich einzuverleiben und dafür zu sorgen, dass sie bei ihnen testiert werden, also testamentlich berücksichtigt werden. Zumindest der Orden, nicht sie selber, weil der arme individuelle Jesuit, der hat natürlich kein Geld. Ne? Aber wenn ich selber kein Geld habe, aber ich arbeite für eine Stiftung, die Milliarden hat und ich kann auf deren Ressourcen zurückgreifen, dann lebe ich auch nicht gerade schlecht. Ne? Und genau das ist der Punkt. Die Jesuiten geben nach außen vor, dass sie wohltätig sind, dass sie gute Erzieher sind, dass sie gute Ausbilder sind, dass sie gute Lehrer sind. Das Einzige, was sie den Leuten nicht sagen, ist, dass sie den Gnostizismus lehren, dass sie nichts von der Bibel lehren und dass sie mit Jesus nichts mehr gemein haben als den Anfangsbuchstaben ihrer Gesellschaft. Gesellschaft Jesu, J. Das haben sie vielleicht noch gemein. Selbst den Namen haben sie vielleicht noch gemein, weil sie den genommen haben. Aber sie widerspiegeln nichts von dem, wofür Jesus Christus, unser Herr und Meister, steht. Und darüber müssen wir uns bewusst sein. Die Jesuiten haben es sehr gut geschafft, nach außen hin als eine hervorragende Gesellschaft dazustehen. Alle Schulen, alle höheren Lerninstitute in dieser Welt sind von ihnen geleitet und die Leute in dieser Welt sind so simpel gestrickt, dass sie selber oder ihre Kinder gerne nur auf diese Institution stellen wollen. Und dabei vergessen sie, dass die Bibel an erster Stelle steht. Und dass da nichts in den antichristlichen Instituten von gelehrt wird. Und das ist eine Lehre, das sollte man heute aus dieser ersten Lesung schon mal mit beibehalten. Die Jesuiten handeln nur weltlich. Spirituell sind sie tot. Sie sind nichts weiter als, wie Jesus Christus sagte, von außen schöne weiße Gewänder, aber von innen sind sie nur voll mit toten Knochen. So ähnlich steht es in der Bibel. Und das trifft auf die Jesuiten zu. Und wir müssen lernen, uns nicht von ihnen verblenden zu lassen. Weil das ist das, was sie am besten können. Und dafür müssen wir auf die Bibel zurückgreifen. Und deswegen bleibe ich jedes Video abschließend mit: Lest eure Bibel. Macht euch Wappnet euch gegen die Waffen des Satan mit dem Wort Gottes. Das ist das Einzige, gegen das der Satan keine Macht hat. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.